Guten Morgen und willkommen bei Tiller Digitals Freitagscafé. Mein Name ist Karin Zwurtiller und ich bin die Gründerin von Tiller Digital. Ja, gestern habe ich einen Blogbeitrag veröffentlicht, wo es darum geht, wann es eigentlich Sinn macht und wann weniger, ein Interview zu führen. Also wann es eher Sinn macht, das per Video zu machen, wann vielleicht eher ein Podcast in Frage kommt und was du dafür benötigst und wann eben was Sinn macht. Ja. Und heute wollte ich noch auf ein Detail eingehen, das gar nicht so ein Detail ist, ja, sondern immens wichtig, ja, und das ist der Interviewleitfaden. Das heißt, wenn du ein Interview führen möchtest mit jemandem, also einem anderen Experten, dann musst du dir vorher einen Interviewleitfaden erstellen. Sonst läufst du nämlich Gefahr, dass das Interview erstens mal zu lang wird und das ist auch gleichzeitig meistens der häufigste Fehler, der gemacht wird. Ja? Weil, ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ernsthaft, ja? Es schaut sich niemand ein einstündiges Interview an. Auch eine Dreiviertelstunde ist zu lang und häufig auch eine halbe Stunde. Ja? Also es sollte eher kürzer und knackiger sein. Natürlich, wenn zwei Personen sprechen, dauert es länger, das ist klar. Ja? Aber ein Interviewleitfaden kann dir hier Halt geben, damit du auch beim Thema bleibst, ja? Und ihr euch nicht in tausend Details verzettelt. Das passiert auch relativ leicht. Ja? Und dieser Leitfaden ist im Prinzip so aufgebaut wie auch ein Blogbeitrag oder wie ein Aufsatz in der Schule, so wie wir es gelernt haben. Das heißt, du hast einen Einleitungsteil, wo du eben deinen Interviewpartner vorstellst, kurz und bündig bitte. Ja? Dann einen Hauptteil, wo es eben um das eigentliche Thema geht und am Ende eben einen Schluss, also ein Fazit, ja, was deine Zuseher mitnehmen sollten. Da geht es dann auch immer ein bisschen um die Frageform. Also bei normalen Befragungen rate ich ja immer dazu, ja, das hören viele auch nicht gerne, zu geschlossenen Fragen. Einfach aus dem Grund, weil du dann mehr Antworten erhältst. Ja. Eine geschlossene Frage wäre zum Beispiel, bist du für oder gegen die Urheberrechtsreform? Ja? Aber beim persönlichen Interview und wenn du ein Interview eben als Video aufnimmst oder als Podcast auch, dann ist das immer ein persönliches Interview und hier solltest du offene Fragen einsetzen, damit dein Interviewpartner auch die Möglichkeit hat, hier ausführlicher zu antworten und seine Expertise auch wirklich einbringen kann. Ja? Das wäre jetzt eine offene Frage, wäre in dem Beispiel von zuvor mit der Urheberrechtsreform, dass wir fragen könnten, die Urheberrechtsreform wurde beschlossen, ja, welche Auswirkungen könnte das aus deiner Sicht für uns kleinere Blogger oder kleinere Unternehmen haben? Ja, so, das wäre eine offene Frage und das Wichtigste, und das ist ja fast der Sinn von offenen Fragen, ist, dass du nachfragst. Das heißt, frag deinen Interviewpartner ruhig nach, wenn er dann erzählt, ja, okay, wie meinst du das? Hast du da vielleicht noch Beispiele dazu, die du uns bringen könntest und ähnliches? Ja. Das macht das ganze Interview auch ein bisschen lebendiger, ja, weil Sinn und Zweck ist, dass wir uns ja dann abwechseln im Reden, ja, und dadurch auch mehr Action quasi in das Video bringen. Deswegen ist es auch wichtig, dass du deinen Interviewleitfaden ja, von Anfang an nicht mit 100.000 Fragen vollstopfst, sondern ihn auch eher kurz und knackig hältst, ja, weil die Zeit wird euch so oder so ausgehen. Ja. Weil jeder Experte, ich meine, seien wir ehrlich, ja, redet einfach verständlicherweise ja, gerne über sein Thema und redet auch lang darüber. Deswegen notier dir auch nicht die Fragen wortwörtlich, ja, sondern so Stichpunkte, Themen reichen. Diesen Themenleitfaden solltest du auch deinem Interviewpartner zur Verfügung stellen,
damit der sich wiederum in seiner Redezeit, ja, sich die auch irgendwie einteilen kann. Und übrigens, es gibt ja auch so viel Quatschis, nenne ich sie, ja, also die ja kaum zu stoppen sind im Redeschwall, ja, das kann man aber als derjenige, der das Interview führt, sehr wohl auf eine freundliche und nette, aber bestimmte Art, ja, machen, ja, und das Gegenüber auch ein bisschen zu stoppen und wieder auf das eigentliche Thema, ja, oder auch die nächste Frage überzuleiten, ja. Es benötigt manchmal ein bisschen Übung, ja, aber durchaus ein sinnvolles Format, ja, was auch beiden auch marketingtechnisch von der Reichweite her viel bringen kann, also ausprobieren, aber bitte mach dir vorher einen Leitfaden und stelle von Anfang an fest, wie lang dieses Interview dauern soll. Dann bist du schon auf einem sehr guten Weg. Ich wünsche euch auf jeden Fall heute noch einen angenehmen, schönen Freitag. Wir sehen uns nächste Woche dann wieder aus Wien um 9 Uhr zu Dealer Digitals Freitagscafé. Bis dahin, liebe Grüße aus Zagreb.